Ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Between the Ashes, Lays of Chaos zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir eine Aufklärungsmission durchgeführt, wo wir am Hastings Depot ein paar Schiffe untersucht haben, Fracht gescannt haben, alles ohne, ja, ohne dass wir bemerkt worden sind. Und haben damit auch eine Spur zu Iris Garrel finden können. Und ja, ob wir mit Informationen anfangen können jetzt, werden wir jetzt herausfinden in der nächsten Mission. Und zwar fangen wir die sofort an. Und wir spielen diesmal Gavel zu Fall bringen. Ja, offenbar bringen wir ihn. Offenbar haben wir Informationen über ihn gefunden. Okay. What you're about to hear is classified level Upsilon. During the GTI Rebellion, it was revealed to top fleet officials that the branch's failed Joint Service Drone Command program did produce one successful technology. This technology would allow the remote control of manned fighters provided they were outfitted with the proper firmware upgrades. I don't know what GTI's ultimate goal with JSDC was, but one rumor is that it would allow them to continue operating fighters whose pilots had been wounded or killed in action. Another more sinister theory is that it would allow GTI to co-opt critical Op 4 craft and use them to stage assassinations and false flag attacks, possibly against high-ranking GTA officers, possibly against even PVI units if the technology could be adapted. Our operation focuses on this second theoretical purpose. Over the past several months, our efforts to bring Eris Gavel in for questioning have returned abysmal results. Therefore, we're going to turn Gavel against his employers. His old friends won't just disown him or refuse to shelter him. We want them hunting him. We intend to sully Gavel's name within smuggling groups and privateer circles so thoroughly, he'll never be able to stick his head inside an inhabited star system again. At least, not without our protection. We've received our first shipment of the new GTM Ballista. Improved fuzzy logic and ambient radiation canceling algorithms allow the Ballista to reliably track targets out to 2.8 kilometers, otherwise identical to the Phoenix 5. The Ballista allows our units to engage targets before hostiles can bring their own missiles to bear. The new missile's passive target acquisition abilities also shorten the reaction time of enemy pilots, lessening their chances of successfully evading the Ballista. Ah ja, sieht aus, wir haben den 31. Oktober 2036 und wollen wir jetzt Eris Gavel endgültig schnappen, indem wir einmal seinen Ruf total in den Dreck ziehen. Und zwar geht das mit einem mit einem Drohnenkontrollprogramm, was von der GTI entwickelt worden ist, was angeblich fehlgeschlagen ist, aber es gibt offenbar funktionsfähigen Prototypen oder sowas in der Richtung. Und ja, man hat wohl Gavels Schiff damit ausgestattet, was es uns damit ermöglichen sollte, sein Schiff zu übernehmen, um dann ihn gegen seine eigenen Auftraggeber zu wenden, ohne dass er es will. Und die wissen natürlich nicht, was halt los ist in Wirklichkeit. Und, werden dann auf ihn entsprechend sauer sein. Dazu bekommen wir auch die GTM Ballista jetzt als Waffe. Das ist eine Langstreckenrakete, die noch eine höhere Reichweite hat als die Phoenix 5. Die ansonsten eigentlich identisch ist, also wirklich ein Phoenix-Nachfolger. Und, ja, die können wir vielleicht verwenden. Vielleicht können wir die gebrauchen, wir werden es ja sehen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was genau gemacht werden soll. A 14-ship convoy was reported leaving a rally point at the Juniper Mining Complex 10 minutes ago. Our objective, Eris Gavel, has been hired to fly escort for these ships. We expect them to enter an asteroid field approximately 0.4 AU from Antares 7. They're trafficking goods that are heavily regulated under General Order 10, organic foodstuffs, Earth-produced pharma, smart manufacturing machines, and several other items put on the GTA's restricted trade list following the collapse of the Soul Jump node. Alphas 1 and 2 will be deployed to the convoy transit site. The asteroid field should afford you some protection from the antiquated sensors of the convoy's freighters and escort shrikes. Gavel and the gunship Vizier are already awaiting the convoy in the asteroid field. Our operative has installed the proper firmware upgrades on Gavel's fighter. A transceiver hidden on the ventral hull will allow you to take control of his fighter from your Loki. Press the indicated button to run the hijack program on Gavel's ship.
press the second button to exit the program. You can toggle back and forth at will until the hijack is purged from RAM, which will take about 5 minutes after first executed. Make sure your Loki is a safe distance from the convoy while you're flying Gabble's fighter. Press the third button to completely terminate the program early. While in control of Gabble's fighter, you should have full access to flight systems, weapons, and ETS. Destroy as much cargo as possible while in control of Gabble's fighter. He flies a heavily up-armored Mustang Alpha, but don't let its durability lull you into a false sense of security. Also, be advised that the convoy's two sensor masks will interfere with the control signal, most likely in the form of video feed distortion. Destroy the convoy's screening equipment if it becomes a big problem, but prioritize cargo containers for destruction. The loss of the highly valuable and irreplaceable goods will irk Gabble's masters a lot more than the downing of a few freighters and shrikes. After 5 minutes, or upon manual termination, control will return to Gabble permanently. The program will re-enable his jump drive, and he will be permitted one jump before it flushes the navigation computer and cold starts the subspace drive. This will allow us a precious few minutes to talk with Gabble while he can't run away. We will track him after this first jump, and you will follow. If he does not prove amenable to our proposition, disable his ship with your disruptor guns and await a recovery transport. Be advised, if his ex-smuggler allies manage to follow him as well, you will be charged with defending the objective until he can be recovered. Ah ja, so sieht's also aus. Wir sollen wirklich in einem Asteroidenfeld warten auf den Konvoi und dann sollen wir entsprechend das Kommando über Gabbles Sieger übernehmen. Das klingt ja sehr interessant, muss ich zugeben. Und man kann, und es gibt ja wohl noch eine gewisse Störausrüstung auf diesem Konvoi, der wir entsprechend auch aus dem Weg räumen müssen irgendwie, weil die das Wiegesignal verzögern oder sowas, oder halt Interferenzen verursacht. Und wir sollen halt als Gabble, ja, den Konvoi angreifen. Wir sollen Gabbles Überleben damit auch, wir sollen auch Gabbles Überleben sichern. Das heißt, wenn er abfliegt, sollen wir auch ihn verfolgen und dann halt beschützen, gegebenenfalls. Oder deaktivieren. Zerstöre 12 Frachtbehälter mit Gabbles Jäger als unser Sekundärziel, also so viel Schaden wie möglich verursachen. Das schaffen wir doch locker, ne? Schiffsauswahl. So, wir bekommen einen GTF-Loki. Ja. Kennen wir schon, ne? Habe ich alles schon vorgelesen, können wir auch nichts ändern. Waffenbestückung ist vielleicht gar nicht so relevant, aber. Naja, wir haben hier die Prometheus. Ah. Ich glaube, wir nehmen lieber die Prometheus statt die Banshee. Weil die Banshee braucht zu viel Energie als Primärwaffe. Am Disruptor SCG, die erweiterte Disruptor ist das. Das ist okay. Kann ich aber bei dem kann ich gar nicht ändern, das ist ja blöd. Dann weil ich doch lieber. Dann haben wir hier Ballistas, 2 Stück. Spezialausgabe, Antibomberrakete, hohe Reichweite. Na, vielleicht können wir die sogar gebrauchen. Wenn wir irgendwie wegsnipen müssen, so sinngemäß, kann man vielleicht das so gebrauchen. Dann würde ich mal sagen, wir fliegen so los, einfach Standardausrüstung, also. Los geht's! Alpha Wing reporting deck cleared. No holding pattern scheduled. Breaking the mission coordinates. Come on here. The buildup started 8 hours ago. Looks like it's our turn to stick it to Holly. I think all of Antares is gonna be on fire soon. Feels good to get out. My squad, 422nd Recon, was grounded not long after the Ant 8 action. Nice to see we're still considered useful for something. Beta Wing, Zeitgeist 01 is reporting bogeys in their sector. Stand by for further orders. Hehe, man sieht mich nicht. Ja, habt ihr mal gesehen, Kampfschnecke. Ich wusste, wo du steckst. Confirmed attack on convoy Zeitgeist 01. Control reports multiple HOL bomber wings. Escort screen has taken casualties. Beta Wing, your mission is go.
Ja, vielleicht auch mal loslegen, hä? Wie viel Fracht hier? Hat keiner gescannt? Ich glaube, Lohe, dann kann man auch losfliegen. Frisches Wasser! Lecker! Ah, auf dem Plan, auf dem System hier. Das ist wie eine Katastrophe mit dem Wasser. Es wurde ja alles kontaminiert. Durch diese Explosion da. Ja, wir können doch hier abfliegen, glaube ich, ne? Sieht nicht so, gibt's hier noch was? Also, ich würde mal sagen, ab die Post. Alpha Leader, positive ID on the Mazir. 6 kilometers in at 2 o'clock. Our transceiver just returned our ping. Gavel's fighter is Diamond One. Convoy should be here any second. I'll take up position 4 clicks. Remember not to run the hijack program until the targets are in the area. I think so. Right on time. Those two tank containers are carrying the sensor screening equipment. Either blow them up in Gavel's fighter, or snipe them to reduce RFI. Gehen wir mal näher ran. Machen wir das. So. 2,8 Kilometer wurde gesagt. Ich will mal den zerstören, bevor ich den anderen nehme. Der ist mich weiter weg. Das ist gefährlich, der so sehen, schwerer zu erreichen. Für uns. Oh ja, nimm ihn ins Ziel. Wie sieh ihn endlich an? Jetzt endlich. So, jetzt kommt der. Den hol ich ja wieder ab. Der ist weg. Der auch. Okay, jetzt können wir hier. Gehen wir mal ein bisschen weiter auf Distanz. Wieder, ne? Ja, 3 Kilometer, denke ich, ist okay. Ist eine gute Distanz. Und Kontrolle umschalten. Ab die Post. Los geht's. All ships, this is Diamond One. Reporting master alarms lit. Controls not responding. One, you're shooting at our clients. One, have you lost your mind? You did not fire us. I did not just do that. I didn't do that! Diamond One, all ships, I have lost control. Repeat, I have lost all control. Override an operative. Manual shutdown not responsive. Diamond One, what the hell is going on? These idiots just microwaved our cargo. Ooh. All convoy craft, Diamond One has gone hostile. All this craft, Diamond One is priority target. Shoot to kill. This isn't happening. This is not happening. Are you deaf? That's not me. Many of your controls are non-functional here. My finger isn't even anywhere near the trigger. So embarrassing. It breaks my heart to fire on you, babe. Crazy bastard! Diamond 2, bug it out! Gavel, what? You killed Slice, asshole. This isn't funny. I don't get paid enough for this shit. I'm out of here. I'm sorry. Don't hold it against me in the next life. For the love of God and all that's holy, everyone stay out of my way. I can't keep this thing from blowing you up. Oh God. This is the worst day ever. Also, das ist lustig. Das ist ja interessant, ey. Eineinhalb Minuten haben wir noch. Gavel, you backstabbing bastard.
found you and asked us as soon as the Vizier gets back. 60% of the cover. Keep it up, big man. Come on. I'm not doing that! This is not me shooting at you, it's my fire! You think you can get away with this, Gavel? The galaxy's getting smaller these days, not bigger. There's nowhere you can run, we won't find you. I know this looks really, really bad, but it's not me. The damn thing's possessed. Oh shit, oh shit, oh shit. Einer will nur übersehen, verdammt. Das läuft ja gar nicht gut her. Der ist ja ordentlich zusammengeschossen. Das ist nicht so gut, glaube ich. Also da. Und aufgeräumt. Komm schon. Sehr riskant, was ich hier mache, hä? Okay, wo sind? Alright, it's all on Gavel now. Our people should be triangulating his position now. Stand by. Ha! Das war ja was, ey! Transmission from the barn. Gavel jumped to an old gas refinery at Ant 7. Sending you the coordinates now. Let's go. Das ist ja lustig, ey. Ich konnte auch gar nichts erzählen, hat er alles erzählt. Jetzt hat er in Panik geraten. Ah, super! Ach, diese Mission ist ja echt interessant. Irgendwie. Damn. The smugglers are here too. Alpha 1, call for rearm if you need. I think we're about to have more company. Wir müssen mal hier was anderes erledigen, oder? Können wir. Zeigt sie sich erstaunlich kooperativ, hä? Huh? Ja, so sagen. Gasraffinerie. So, the little rat does play with the big cats. No, it's not like that. These. Save him for the plasma, Gavel. You know what we do with snitches. Wie soll ich jetzt eigentlich fünf? Ja? Wieso habe ich jetzt plötzlich mehr Raketen als vorher? Okay, das ist nicht so gut. Oh. Komm schon. Fall immer weg. Oh, der Mist, was ist denn hier los? Aufpassen!
Jetzt haben wir wieder die Initiative erhalten. Okay. Kann ich irgendwas jetzt tun? Enables their fighter speed. Use any remaining ballistas on the Vizier's weapon subsystem. That should knock them out of the fight. Okay. Haben wir gemacht. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt irgendwie erwischen können, ne? Der haut ja uns leider ab, befürchte ich. Der haut jetzt ab. 10%. Area secure. Diamond One. What's your status? Figured you people would know better than I would at this point. Now computer's reset and jump drive is charged. We going places? Transmitting coordinates for the Intrepid now. Alpha lead. We'll remain on station. Diamond One. Jump when ready. Okay, den haben wir gerettet. Der hat einen besonderen Mustang, sehe ich gerade. Aha, wurde ja auch gesagt, dass er einen besonderen hat. Und besonders repariert wurde er auch. Intrepid Control reports the objective in their ZOC. Your return to base is authorized. Command out. This job's done. Nice working with you, pilot. Let's go home. Ihr habt ja ganz alles gemacht hier, ne? Okay, dann hauen wir mal ab, würde ich mal sagen. Okay, ich kriege sie bald zurück. Interessante Mission, muss ich mal sagen. Aber wie fliegt man viel zu noch zurück? Auf herkömmliche Art und Weise. Alpha One, Zod Cruiser at 12 low. Looks like it's one of the ones assigned to the frontier. Uh-huh. Intrepid to Diamond One. Activate ILS and surrender flight control to auto nav signals. You're queued for pad Charlie 7. A security team will meet you at set down. Present yourself unarmed. No, I thought I'd storm the Intrepid alone with my sidearm. Take over your ship single-handedly, fly it around, blow stuff up I'm not supposed to. See how you like it. Patrols will be dispatched to disable your fighter in space. Support ships will dock and disable life support systems. You can be delivered unconscious for a full bioscan and cavity search. Activating autopilot now. Pad C7. Security team, unarmed. Check. Yeah. Zeitgeist to control. We have multiple casualties on deck. Request priority CAS evac to Intrepid. Acknowledge, Zeitgeist. Transport Omega 3 will evacuate. Ah, das davon, was wir am Anfang der Mission auch gehört haben. Sag auch netten, dass du die Mission. Intrepid to Vasudan Cruiser Metabot. Tower reports they are ready for your transport. Radio navigation frequency is 958.91 MHz. Flight deck illumination on reception flash pattern. Instructions copied and noted, Intrepid. Thank you for hospitality. Consu the second anticipates renewed cooperation between species. Hammer of Light is working fervently to exploit differences between peoples. We show them their efforts are in vain. There lies the path to victory. Ah, hier ist richtig viel los. Das finde ich da ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Dass hier diese Mission quasi auch zum Ende gebracht wird und währenddessen. Ja, man konnte auch, wenn ich da nicht so viel sagen konnte, weil man ja rum. Man hat ja da zu tun, man wegen den Konvoi zu zerstören und so weiter. Aber es ist eine sehr interessante Mission, muss ich sagen. Das habe ich noch nie so gesehen. In Free Space Modifikationen. Sowas. Die haben Bewaffnung, die haben stark bewaffnet sind die hier, ne? Na, mal gucken. Was war das denn? Hat der sie gerade umgedreht? Was ist das denn? Was war das denn? Hat sie den direkt umgedreht, ne? Was für Sachen gibt, ey. Herrlich. Ja, hier haben wir den Scan schon mal gemacht am Anfang der Mission. Immer noch dieselben Schiffe.
Außerdem geht hier aber auch noch nicht in Omega 2. Diese rumfliegen hier. Marines! Und noch mehr Marines! Sag mal, was spielen die hier so rum? Haben nichts zu tun. Die was ja also als Arbeitszeit, einfach so rumschweben und nichts machen. Ach, sehr schön. Ja, hier ist es eine sehr interessante Mission, allgemein auch Design, von wegen andere Missionen, die nebenbei parallel laufen, die auch eine kommen. Nett. Ladung von GTM Hobel. Was ist denn GTM Hobel? Ich scanne jetzt immer mal eine Runde. Die Zeit haben wir auch noch. Na, komm her. 205 mm Flak-Kanister. Ah, hier werden die auch aufmunitioniert. Na, komm her, scan den doch einfach. GTM Siren Magazine. Was ist denn eine GTM Siren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir auch nach Hause fliegen. Haben schon Landeerlaubnis erhalten. Die warten schon ungeduldig, um den Jäger auseinanderzunehmen. Und wir kriegen eh einen Anschluss dafür, weil wir 83% nur haben. Aber naja, Gavils Hilfe noch mehr bestätigt. Aber am Ende zählt, dass wir alle auf alle lebendig zurückgekommen sind. Würde ich mal sagen. The objective was recovered and is already proving to be a boon for intelligence. The acquisition of Eris Gavel likely spells the beginning of the end for the smuggling rings and Antares. The information he brings to the table will help us launch a simultaneous assault on known hideouts and shipping routes that will cause their operations to unravel. More importantly, he brings with him knowledge of the smugglers' complicity with the Hammer of Light's operations in this system. This should shed much needed light on the HOL's objectives and their means to achieve them. Ah ja, Gavel hat sich als sehr kooperativ erwiesen. Ja, er sieht da seine Aussichtslosigkeit einfach an. Ja, dass er jetzt ja seine ganzen Auftraggeber gegen sich gebracht hat. Und jetzt erzählt er uns entsprechend alles, was er halt weiß. Dafür ist er, hat er entsprechend wurde er, hat er komplett, ist er komplett von allen Verbrechen freigesprochen worden. Dass man überhaupt diese Berechtigung hat. Ja. Und daher erfahren wir jetzt auch, dass die Schmuggler mit dem Hammer nichts zu tun haben. Wir haben keine Empfehlung für dich, das heißt, das lief ganz gut. Statistiken, 32 Abschüsse, keine Unterstützung, 69% Trefferquote mit Raketen, obwohl wir Furies hatten. Das ist gut. Primärwaffenschüsse, auch 70%, die Trefferquote sind überragend in meinen Augen. Perfekt gelaufen, haben alles zerstört. 5 Angel, 4 Strikes. 2 Mustang Alpha, 1 Mustang Beta, 7 TC2s, 2 THC1s, 9 THC, nee, 9 TC Alps und 1 T-Gas 1. Ja, haben wir ordentlich zugeschlagen, würde ich sagen. Ja, und Gavin musste einfach, ja, zugucken, ohne dass man was tun konnte. Genau, das wollte ich ja sagen. Auf jeden Fall war es das mit dieser Mission. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich fand die ziemlich spaßig, muss ich sagen. Auch wenn ihr nicht so viel Platz gegeben hat, um zu kommentieren. Aber ist dann halt, ist ja auch egal eigentlich. Man kann eh nicht so in solchen Schlachten nicht so viel kommentieren eigentlich. Ja, wenn man betrachtet. Man fand es sehr, sehr lustig. Und quasi schließt auch wieder ein bisschen jetzt mit fürs Duffel ab. Weil das quasi unsere Flügelmänner aus dem ersten Mission gewesen sind. Von Mephistopheles. Und die haben jetzt alle umgebracht. Ja, also. Slice, Seeker und wie sie alle heißen. Die haben wir alle jetzt umgebracht. Vielleicht waren wir selbst auch dabei. Ja, also unser Pilot aus Mephistopheles. Vielleicht haben wir uns auch selbst umgebracht, so sinngemäß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an den Kommentaren und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. So, willkommen zum zweiten Teil der 10. Folge von diesem Let's Play, wo wir wieder die Story neben der Mission behandeln. Weil eigentlich beim letzten Mal schon relativ viel passiert ist. Ja, so viel, dass ich ja nichts kommentieren konnte, großartig. Aber so ist das nun mal auch. Und wir machen weiter, bis wir legen los mit dem Nachrichtenraum. Da gibt es wieder was Neues, einfach Neues. Und zwar eine Schlagzeile mit Namen... Kriminelle Aktivität geht weiter.
Lawson-Konvoi verschwunden. Neue Berichte, die hereinkommen, zeigen, dass die TT Lawson und sein gesamter Konvoi nicht wie geplant vor 2 Tagen bei Tanut angekommen ist. Die Behörden überprüfen die Angelegenheit und haben bisher keine Aussagen abgegeben. Dies ist bereits der 4. Transporterkonvoi, der im Laufe der letzten Wochen verschwunden ist. Beweise deuten darauf hin, dass bekannte kriminelle Organisationen daran schuld sind. Dies markiert einen Wendepunkt in ihren Operationen, da Entführungen in der Vergangenheit nicht zu ihrer typischen Verfahrensweise gehörten. Es wird auch immer ungewöhnlicher, dass kein Kontakt aufgenommen oder Lösegeld verlangt wurde. Wir halten Sie auf den Laufenden, wenn wir mehr erfahren. Ja, obwohl wir jetzt Gavel haben, als einer der Drahtzieher der ganzen kriminellen Organisation hier, geht die kriminelle Aktivität weiter. Da verschwinden jetzt Konvois, ohne dass da Lösegeld verlangt wurde, also keine Geiselnahme oder so. Einfach weg. Und ich vermute mal da, durch die Informationen, die wir erhalten haben, mit dem Abschluss der Mission, dass da wahrscheinlich irgendwie Hemmende Hammer das Licht hintersteckt, die wahrscheinlich einfach nur Unruhe stiften wollen. Ich glaube, es geht glaube ich denen nicht um Geld oder Lösegeld entsprechend, sondern es geht nur darum und auch und wahrscheinlich auch noch nicht mal um Tötung, sondern es geht darum, Leute aus dem Weg zu haben für eine Weile, um Unruhe zu stiften. Ja? Also dass die Lage, die also so ziemlich exklusiv ist, sich noch weiter entzündet. Ich denke mal, das könnte vielleicht der Hintergrund sein, vermute ich mal. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ja, kann sein. Leitartikel. Da gibt es auch was Neues, und zwar der schlafende Drache. Die HLD Cardinal, wie sie in einer HOL-Propaganda-Veröffentlichung gezeigt wird. Ich habe schon mal ein paar Mal mit denen zu tun hier. Aber hier nochmal, so stellt die HOL das Schiff da. Die PVD Frontier, ein vasdanischer Zerstörer der Typhon-Klasse, ist gerade in Antares angekommen. Dies markiert die erste große vasdanische Militärpräsenz seit dem Großen Krieg. Die GTA hat die volle Unterstützung der PVN, sagte PVN-Sprecher Iyashek Gwatel Gumenum. Der Hammer des Lichts versucht, die Allianz zwischen unseren Rassen zu verschlechtern, die in einer Zeit der Not geboren wurde und wohl das gewesen ist, das uns vor der Zerstörung bewahrt hat. Wir werden es ihnen nicht erlauben, das rückgängig zu machen, was 15 Jahre brauchte, um erreicht zu werden. Dies ist zweifellos ein willkommener Vertrauensbeweis für die GTA. Aber man fragt sich, warum sie darauf besteht, mehr Streitkräfte von außerhalb zu erhalten, wenn sich diese Strategie bereits als glanz- und ergebnislos erwiesen hat. Gerüchten zufolge sind Pläne in der Erschaffung, das Flaggschiff des Hammer des Lichts in Antares, die Cardinal, direkt anzugreifen. Ozymandias, der Führer des Hammer des Lichts, hat sich als rücksichtslos und gefährlich erwiesen, sagte die Interpretsprecherin Maya Wusseran. Wir beabsichtigen, ihn zu Fall zu bringen. Ohne ihn werden den Fanatikern Motivation und Organisation fehlen. Viele im ganzen System haben schon von diesen Ozymandias gehört. Obwohl die GTA hart daran gearbeitet hat, sie zu unterdrücken, sind Informationspakete und kleine Videotransmissionen durch verschiedene öffentliche Kanäle in unregelmäßigen Abständen im Laufe der letzten Woche an sich gekommen, die angeblich vom Admiral des Hammer des Lichts stammen. Eure Beschützer haben den Weg eingeschlagen, der sie zum Sterben verurteilt, sagte eine. Vertreibt sie aus eurer Heimat und vielleicht werden wir euch verschonen. Diese beunruhigenden Botschaften haben bereits einen großen öffentlichen Aufschrei verursacht und markieren auch eine Wende in den Taktiken des Hammer des Lichts. Allerdings kam ich nicht umhin zu bemerken, dass der HL dasselbe will wie wir, in Ruhe gelassen zu werden und nicht ständig von den veralteten Köpfen, die die GTA leiten, überprüft und unter Quarantäne gestellt zu werden. Schließlich möchte ich auf die wachsende Unterstützung für die Antares-Föderation aufmerksam machen, die sie im Laufe der letzten Wochen erhalten hat. Trotz einer anfänglichen Angst sind die öffentlichen Reaktionen auf diese Bewegung immer positiver geworden. Der Führer der Bewegung, Ruyohu Sohu, hat gestern eine offene Erklärung veröffentlicht. Jeder, der für die Antares-Föderation arbeitet, ist extrem dankbar für die positive Resonanz, die wir erhalten haben. Wir wollen dieses System zu einem wohlhabenden und sicheren Zuhause machen
Und das tun wir, indem wir den Leuten von Antares die Möglichkeit geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. In diesen unruhigen Zeiten strömen unabhängige Piloten und unbedeutende Sicherheitsgruppen zum Banner der AF, um nach Einheit und der Stärke durch die Masse zu suchen. Infolgedessen wird die Föderation schnell zu einer Bewegung, die sie selbst behaupten kann. Ich glaube nicht, dass ich auf Metaphern oder Übertreibung zurückgreifen muss, damit die Leser die Aussichten sehen, die sich uns alle bietet. Die sich uns alle bieten. Von Caleb Ehin vom 12. November 2136. Ja, so sieht's aus. Mittlerweile scheint sich auch der Hammer des Lichts an die Öffentlichkeit zu wenden, obwohl die GTA das versucht zu unterdrücken. Kommen entsprechend Videotransmissionen an die Öffentlichkeit. Ja, die müssen noch mehr die Stimmung bündeln sollen, ja, so ein bisschen, den Eindruck erwecken sollen, dass die GTA der gemeinsame Feind ist. Weil der ist ja nicht blöd, der Ozymandias, der weiß ja ganz genau, dass die Bevölkerung eigentlich gegen unsere Anwesenheit hier ist. Und er will das entsprechend auch sich zunutze machen und entsprechend die überwiegend tyrannische Bevölkerung auf seine Seite ziehen, dass sie entsprechend in uns den gemeinsamen Feind sehen. Ja, also nicht dass Hammer das Licht das Böse ist, sondern wir als Beschützer teilweise, wie es hier auch genannt wird, ja. So sieht alles aus. Und ja, es hat entsprechend auch schon einen Erfolg, würde ich mal behaupten, weil immer mehr Leute zur Antares-Föderation strömen. Und ja, damit er entsprechend zu einer Bewegung wird, die man nicht unterschätzen sollte, nicht mehr. Also, ja, die Lage wird immer schlechter, muss man leider sagen. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie das hier zum guten Ende kommen soll, weil die Stimmung ist allgemein ziemlich feindselig für uns hier mittlerweile. Das wird auch nicht besser. Egal, was wir jetzt machen. Vielleicht haben wir jetzt hier mit Gavel irgendwie was erreicht. Auf Dauer, vielleicht langfristig haben wir vielleicht damit die Kriminalität hier entsprechend in den Griff bekommen, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Das wäre noch die Möglichkeit, damit das hier einen guten Ausgang nimmt hier. Weil letztendlich ist die Stimmung sehr explosiv. Das kann jederzeit übel werden, gerade wenn das immer mehr werden, der dann Terrorist-Föderationen anschließen und auch schon Piloten haben, Sicherheitsgruppen, die sich in eine größere Gruppe verwandeln. Also muss man aufpassen, das ist heikles Feld, wo wir hier sich befinden. Systemkarte, gibt es aber ein neues, und zwar ein paar einzelne Einträge. Fangen wir an bei Antares 5, ja gut. Umbala, eine eisige, ressourcenarme Welt mit einer Bevölkerung von 2,3 Millionen in Untergrundkolonien. Viele Gerüchte umgeben nach wie vor den Verlust des militärischen Transporters GTFR Fitzgerald in der niedrigen Umbala-Umlaufbahn im Jahr 2130. Die HLD Cardinal und eine große Flotte wurden in der Umbala-Umlaufbahn gesichtet, die sich auf einen Angriff auf das Lager Angel über Antares 6 vorbereitet, wo sich Consul 2 nach wie vor befindet. Da Admiral Apu die Gefangennahme von Ozymandias und die Kaperung der Cardinal priorisiert hat, hat er sich dazu entschieden, die L2L-Streitkräfte sammeln zu lassen, um für diese eine Falle über Antares 6 zu legen. Aha, so sieht's aus. Hier ist die Kampfgruppe der Cardinal, wurde entdeckt. Nanu, hier ist Ausrufezeichen und hier ist nichts mehr. Nanu, was hier passiert? Fehlt da was? Hesperia. Dieser Mond beherbergt eine boomende unterirdische Kolonie von 7 Millionen terranischen und vasdanischen Bürgern. Der Erfolg der letzten von der provisorischen Regierung finanzierten Terraforming-Bemühungen hat Hesperia zu einer der wenigen Erfolgsgeschichten in der ansonsten finsteren Wirtschaftslage des modernen Antares gemacht. HLD-Bomberschläge, die von der HLD Cardinal gestartet wurden, haben die kleine Stale-Wetterstation zerstört. Eine Installationsanlage, die für Hesperias langfristigen Terraforming wichtig ist. Die PVC Tameru, das einzige Kriegsschiff, was Hesperia verteidigte, zog sich kurz vor dem Angriff zurück, um an Admiral Poos Falle für die HLD Cardinal und ihrer Kampfgruppe über Antares 6 teilzunehmen. Die Zivilregierung von Hesperia hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Ach, die Wetterstation wurde zerstört. Ach, die fehlt jetzt hier. Deswegen ist das markiert, weil hier was zerstört wurde. Das ist ja ganz übel.
Und Prost natürlich wieder verantwortlich dafür, weil er einen einzelnen Kreuzer weggeschickt hat, weil er eine Falle plant für die. Das ist ja sehr riskant, was hier vor sich geht. Antares 6, da gucken wir mal Antares 6 an. Tanut! Diese große, kalte, felsige Welt beherbergt eine Bevölkerung von 7 Millionen Terranern und 44 Millionen Wasedanern, welche in teuren, klimatisierten Untergrundstädten leben. Ein Großteil seiner wasedanischen Bevölkerung ließ sich als Teil eines riesigen PVN-Landfangs in den Anfangsjahren des Terran-Wasedanischen Krieges in Antares nieder, nur damit das System im Jahr 2127 von den Terranern vollständig zurückerobert wurde. Tanuts politisches und wirtschaftliches Ansehen steht hinter Gul'nara an zweiter Stelle. Dies verdankt es seiner Bevölkerung, seiner Bergbauindustrie und vieler ziviler Orbitalstationen, obwohl der Verlust von Sol weitere Untergrund- und Orbitalkonstruktionen gestoppt hat. Nach dem Großen Krieg wurde es als politisch sinnvoller Abladeort für Nachkriegsflüchtlinge beurteilt. Wegen des Baustopps lebt die weitgehend wasedanische Flüchtlingsbevölkerung in zahlreichen provisorisch errichteten Flüchtlingslagern ein Leben am Existenzminimum. Es wird erwartet, dass HL-Kommandant Ozymandias einen groß angelegten Angriff auf Lager Angel, dem größten von Tanuts orbitalen Flüchtlingslagern, startet. GTA, PVN und antarsianische Streitkräfte werden mobilisiert, um es zu verteidigen und endlich Ozymandias durch eine Falle gefangen zu nehmen. Das ist wahrscheinlich der Plan, der uns in den nächsten Missionen erwartet oder so. Das ist ein kleiner Vorblick. Ja, fangen wir mal mit Lager Angel sofort, ne? Angel Flüchtlingsstation. Dieses baufällige Orbitallager, erstellt aus umgebauten Frachtbehältern, ist die Heimat von 871 heimatvertriebenen Flüchtlingen. 7% wasedanisch und 13% terranisch. Obwohl Lager Angel ursprünglich als Lückenfüller errichtet wurde, um Flüchtlinge von Wasuda während des Großkrieges zu beherbergen, macht die überstrapazierte finanzielle und logistische Situation der GTA-Regierung es unwahrscheinlich, dass die Bewohner bald ein neues, dauerhaftes Zuhause finden werden. Die Bewohner leben ein Lebensziel unter dem Existenzminimum, unter beengten Bedingungen, voller Angst vor von Schmugglern überfallen zu werden und sind misstrauisch gegenüber den Bundes- und Systemregierungen, die sie verwahrlost haben. Consul der Zweite bereist gerade Lager Angel. Die GTA-Aufklärung geht davon aus, dass Ozymandias bald Angel mit seiner gesamten Streitmacht angreifen wird, um zu versuchen, die antarsianische Moral mit einer öffentlichen Tötung Consuls zu brechen. Admiral Po versammelt alle verfügbaren Schiffe für eine Verteidigung. Ah ja, so ist, das ist der Grund. Ozymandias hat es auf Konstantin abgesehen, um ihn vielleicht zu töten, um ihn vielleicht dann auch wieder noch mehr Unruhe zu stiften. Midwinter, diese Biotechnikanlage im Besitz von Mensa Biotech entwickelt neue künstliche Bakterien, die für planetarisches Terraforming verwendet werden. Ein Bedarf an neuem Lebensraum nach dem Großen Krieg hat neue Besiedlungen von Planeten im terranischen und vasedanischen Raum hervorgerufen. Und Mensa profitiert gut von den durch die provisorische Regierung finanzierten kolonialen Vorstößen in die Grenzgebiete. Okay. Dann geht's weiter mit Josa. Josa, ursprünglich als eine militärische Versorgungsbasis während der vasedanischen Invasion von Antares im Jahr 2324 errichtet, ist Josa jetzt Antares bekanntester vasedanischer Zivilwohnraum und Handelsknoten. Sein Fassungsvermögen und die Andock-Einrichtungen wurden durch den kürzlichen Zustrom an Flüchtlingen aus der Wasuda Prime an die Grenzen gebracht. Das örtliche Sicherheitspersonal hat den HUL-Terroristenanführer Hapu Zeneb zu einem heruntergekommenen Habitatblock verfolgt. Allerdings opferte er sich gemeinsam mit seinen Anhängern öffentlich, anstatt sich gefangen nehmen zu lassen. Also ja, er hat sie geopfert, für die Sache. Na, super. Die ist ja echt schlecht. Hyros, das Hauptquartier in Antares, der Exxon Beckham Orbital Mining. Hyros wurde gebaut, um die hochrangigen Führungskräfte zu beherbergen und die Gassammeloperation im gesamten System zu überwachen. Sie bleibt ein wichtiger Fixpunkt in der Gassammelindustrie von Antares, ganz abgesehen der jüngsten wirtschaftlichen Abschwünge. Hyros ist zu einer
begrenzten Operationsfähigkeit zurückgekehrt. Aber die jüngste Zerstörung von den Exxon-Beckham-Orbitalplattformen über Antares 7 hat die Gewinne von Exxon-Beckham ernsthaft eingeschränkt. Diese Verluste könnten den Gasabbruch-Giganten in das Lager der Antares-Föderation treiben. Aha, also über Antares 7 war ich mir auch was los. In der Zwischenzeit ist da viel passiert. Leider, ja, gibt es nur schlechte Nachrichten hier. Eigentlich gibt es nur schlechte Nachrichten überwiegend, ne? Antares 7, gucken wir mal an. Esperanza, dieser Gasriese ist ein weiterer Gasabbau- und Gasraffinerierungsknoten, der hauptsächlich von Exxon Beckham Orbital Mining kontrolliert wird. Die örtlichen Behörden vermuten, dass es eine Botschaft des Schmugglerverkehrs und geheimer Außenposten ist, obwohl Teile der Regierung von New Shanghai angeblich Versuche blockiert, eine vollständige Untersuchung der Orbitalstation von Esperanza zu starten. H2L-Plünderer zerstörten mehrere Exxon Beckham Gasplattformen über den Planeten, während die Streitkräfte der GTA mit einer meisterhaften Serie an Finden beschäftigt waren. Diese Überfälle töteten nur 18 Zivilisten, verursachten aber für Exxon Beckham Schäden im Wert von 340.000 Credits. Das haben wir schon mal gelesen beim letzten Mal. Hier sind beide Stationen jetzt weg, die es hier gab. Ganz übel, hä? Schlecht, würde ich sagen. Antares 8, was gibt's da? Amundan, der äußerste Planet des Antares-Systems. Unter den Bewohnern als Leere 8 bekannt. Amundan war während der 2310er bis 2320er Einsatzzentrum der Gasabbauindustrie im System. Bis seine Vorkommen an nützlichen Gasen während des Terranverdachtenkrieges erschöpft wurden. Jetzt beherbergt dieser nur noch ein paar verfallene Orbitalstationen, die ein Schatten seiner früheren wirtschaftlichen Bedeutung sind. Hier ist aber nichts Neues. Wahrscheinlich war nur der Text anders. Ja, beim letzten Mal ging es ja auch irgendwie darum, dass die Kanne verschwunden ist oder so, ne? Dass sie entkommen konnte oder sowas, ne? Darum ging es doch. Ja, tut mir leid für das Geräusch eben. Wenn ich hier nicht spiele, dann fummel ich an irgendwelchen Sachen rum. Ja, das ist dann leider so. Wenn ich die Maus nicht brauche, weil ich hier lese, fummel ich hier an Sachen rum. Tut mir leid, ist mir gerade runtergefallen. Naja, auf jeden Fall sind wir trotzdem am Ende dieses Teils hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Informationen. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. So, willkommen zum dritten Teil der 10. Folge von diesem Let's Play, wo wir noch Tech-Datenbanker vor uns haben, wo wir ein bisschen die Sachen, die wir jetzt neu haben und neu kennengelernt haben, ein bisschen beleuchten und gehen am besten gleich dahin. Und zwar haben wir ein neues Schiff kennengelernt, nämlich das von Gavil, was ich jetzt freischalten muss auf eine gewisse andere Art und Weise. Und zwar das hier, TF Mustang Alpha Block 276A. Ja gut, ich lese nochmal komplett durch. Auf dem neuesten Stand der Technik zu Beginn des Terranischen Krieges wurde die Mustang-Serie an Kampfjägern schon lange von der GTA ein- und außer Dienst gestellt. Obwohl er einst ein fähiger Jäger gewesen ist, wird er jetzt als noch weniger überlebensfähig als ein Anubis-Jäger betrachtet. Es wird geschätzt, dass man in der Theorie zwei dieser Jäger benötigt, um nur ein Apollo auszuschalten. In der Praxis werden hingegen vier von ihnen benötigt, um eine Gefahr darzustellen. Viele Weltraumhüllen, die auf seinem Entwurf basieren, existieren nach wie vor und Zivilisten und Piraten bemühen sich wegen ihrer kostspieligen, aber einfachen Möglichkeit der Nachrüstung um sie. Bis vier von ihnen erscheinen, werden sie als eine Klasse-E-Bedrohung betrachtet. Diese besondere Aufrüstung ist im Besitz von MS Gavil. Dieser hat als Besonderheit eine zusätzliche Sekundärbucht und rekonfigurierte Primärwaffen. Scans zeigen auch eine höhere Energieabgabe für das Waffen- und Triebwerkssystem, wie auch zusätzliche Beschichtungen, sowohl intern als auch extern. Ist also stärker bewaffnet, stärker gepanzert und ja. Habe ich nur ein bisschen irritiert in der Mission, weil am Anfang hatte ich da noch alles auf die Triebwerke gelegt. Deswegen war es ziemlich schnell, war es nicht auch schnell weg. Leider. Das war irgendwie alles auf Triebwerk, deswegen hatte ich auch gar nicht so gesehen. Leider. Naja. Aber haben es ja trotzdem so geschafft, ihn auch zu retten, also war nicht so schlimm.
Und dann haben wir noch was anderes. Ja, war toll, jetzt ist alles durcheinander hier und alles da ist. Die Gasraffinerie haben wir noch gesehen. Entworfen in Verbindung mit dem Bromius-Gassammler ist die terranische Gasraffinerie des Typs 2 eine vielseitige und kostengünstige Einrichtung, welche im GTA-Raum weit verbreitet ist. In ihrer Grundkonfiguration ist sie in der Lage, Wasserstoff aus Isotopenniveau zu verfeinern, um Deuterium und Tritium für Fusionsreaktionen zu gewinnen, wie auch einen Überschuss von 20 ökonomisch wichtigen Gasen durch sequentielle oder gebrochene Differenzierung zu isolieren. Komplexere Modelle können für weiterführende Prozeduren konfiguriert werden, wie die LTLD, ausgeschrieben Low Temperature Liquid Differentiation, auf Deutsch Niedrigtemperaturflüssigkeitsdifferenzierung, was es ihnen erlaubt, Dutzende weitere seltene Gase aus extrem verdünntem Ausgangsmaterial zu isolieren. Der Typ 2 ist die gebräuchlichste Raffineriestation im terranischen System. Ah ja, kann irgendwelche Differenzierungen durchführen. Ja, das hat man verstanden. Gott, oh Gott, was ist das? Low Temperature Liquid Differentiation. Ja, nochmal ausgeschrieben die Abkürzung, nochmal auf Deutsch. Naja, warum auch nicht? Okay. Man hätte auch die deutsche Bezeichnung nehmen können, ne? Aber ist ja im Grunde egal. Ja, im Grunde ist es eine Gasraffinerie, die halt Gas raffineriert. Mehr braucht man dazu nicht wissen, der Rest steht ja da. Ne, deswegen gehe ich ein bisschen weiter in die Waffen. Und zwar haben wir eine neue Rakete kennengelernt, da muss ich die mal wieder suchen. Da ist sie, hab sie gefunden, nämlich die GTM 37 Ballista. Als unbenannte Rakete der Mondverteidigungstruppen von 2013 bietet die Ballista überlegene Verfolgungsfähigkeiten, was sie eine Zielaufschaltung bis zu 2800 Metern ermöglicht. Trotz vieler Einbauten, die dem Treibstoff und der Lenkung für die erhöhte Flugzeit gewidmet sind, verpackt sie eine etwas größere Sprengkraft als die alte Phoenix 5. Der erhöhte Bedarf für Belagerungswaffen von GTA-Piloten stürzte die Rakete in die Vollproduktion, obwohl Forscher weiterhin dabei sind, zu versuchen, die Reichweite der ursprünglichen Phoenix 5 zu verdreifachen. Was ist jetzt die originale Reichweite der Phoenix 5, um die zu verdreifachen? Was heißt das? Die kann doch irgendwie 1,4 Kilometer oder so, ne? Kann die, glaube ich. Ja, natürlich auch, Salah. Gut, ist natürlich auch eine sehr geringe Reichweite für eine Rakete, wenn man es so betrachtet. Ist ja genau wie die Schiffgeschwindigkeiten, die ja so arschlangsam sind. Auch die Reichweiten von Raketen halt minimal. Ja, ist ja im Grunde ja auch egal, aber. Naja. Aber quasi ist das ein Nachfolger zur Phoenix 5, kann man ruhig zu sagen. Die hat eine höhere Reichweite und entsprechend eine höhere Sprengkraft. Und entsprechend auf der hohen Reichweite ist auch die Wendigkeit nicht so wichtig. Ja. Aber das ist sie, die haben wir auch schon gebraucht, ja. Hat uns ja sogar gute Dienste geleistet. Aber ich nicht verstehe, was in der letzten Mission, wo man da am Anfang 2 hat und hinter 5. Ich dachte, die Loki kann nur 2 tragen. Aber wirklich kann man so 5 tragen, mal ein bisschen komisch, um mich zu geben. Aber naja, ist ja auch egal, wir haben das jetzt trotzdem so gemacht und auch geschafft. Deswegen sind wir fertig mit dieser Mission und dieser Folge insgesamt. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß daran. Denkt in den Kommentaren und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.